Herzlich willkommen in einem neuen Part von Let's Play Lego Star Wars. Wir wollen weitermachen mit der Extrasammlung und zwar erstmal das Effektivste, nämlich die malfache Punktzahl. Und wir wollen jetzt mal 2 holen und ich kann euch mal wieder sagen, ich weiß das auswendig. Also nur die malfachen, weil ich schon mal nach denen gesucht habe und dann habe ich... Also früher, ich wollte das halt so gut wie möglich durchspielen. So. Und wenn ich erst alles kaufe und dann habe ich alle Level durch und dann muss ich noch die malfachen Punkte kaufen und die kosten irgendwas mit Millionen. Da habe ich keine Chance, das schockt nicht. Deswegen habe ich damals, habe ich mir auf die Suche nach denen gemacht und habe mir die aufgeschrieben. So. Und deswegen weiß ich, wo die alle sind. So. Und der ist hier. Zweifache. Nämlich im Rebellenangriff. Brot da, Powerstein ist klar. Und noch 4 Mini-Kits. Ja, und dann vor allem bringen wir auch dann schnell die ganzen blöden Raumschiff-Level hinter uns. Ich weiß nicht, ob das absichtlich gemacht wird, dass diese vor allem in den Raumschiff-Leveln versteckt wird, werden, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber das ist egal. Einfach ballern die ganze Zeit, keine Ahnung wie, keine Ahnung wo, keine Ahnung wohin. Das ist aber auch doesn't matter. Das ist aber auch doesn't matter, ey, weiß Bescheid. Also, bei dem Englisch weiß wirklich Bescheid, ey. Ja, das gibt leider nur einen blauen Stein. Dort war mal ein Minikit, Schade. So. Das habe ich aber auch schon alles hier eingesammelt. Aber diesmal möchte ich das Level nicht wieder zweimal spielen. Das ist zwar nicht so tragisch und es kostet auch wahrscheinlich immer nur so 5 Minuten, weil ich das dann ja ganz schnell durchspiele. Oder doch vielleicht auch 10, weil ein Level auch länger dauern kann. Aber es ist schon nervig, finde ich. Und dann dieses Gefühl wieder. Oh, jetzt muss ich noch eins suchen und ich habe doch gerade eben schon alles so mega gut abgesucht. Da drin war auch eins, deswegen... Nee, da war... Weiß ich nicht, ob da eins drin war. Aber ich meine eigentlich schon... So, hier wird eins sein. So, zerstören wir erstmal die Scheißdinger hier, damit die mich nicht abballern. Weil die Dinger sind dann doch... Will ich hin? Keine Ahnung. Ich wollte nur noch einmal zurückgucken, ob ich hier irgendwas ausgelassen habe. Ja, das Gefühl, dass man immer irgendwas verpasst hat. Was es auch bei Facebook gibt. Warum muss man sich regelmäßig einloggen? Warum ist man an sein Smartphone gefesselt? Genau, man hat sonst das Gefühl, dass man irgendwas verpasst. Beziehungsweise, wenn man einem nicht zurückschreibt, gibt man einem das Gefühl, dass man irgendwie nicht zurückschreiben möchte oder so. Aber ja, und das Gefühl hat man selber auch. Und ich kann das bestätigen, aber... Man muss sich immer dann denken, so, die Person hat das kurz gelesen vielleicht und hat jetzt noch vielleicht irgendwas zu tun oder sowas. Das ist Schwachsinn, dass die denn nicht zurückgeschrieben hat, weil sie irgendwie wütend auf die hier so, irgendwie sowas, worüber man sich halt so Gedanken macht, ne? Und das ist, wirklich extrem in unserer Generation, das ist echt. Aber man macht da natürlich auch mit, man möchte das natürlich auch alles haben und das ist ja auch alles gut und praktisch und so weiter und... Ja, man kann auch telefonieren, klar, aber... Es ist ja nichts mehr Neues, so. Geil, unendliche Torpedos, das finde ich richtig gut, dass ich auch das extra schon irgendwie geholt habe. Aber es ist mal aufgefallen, ist die ganze fache Punktzahl, so nenne ich das einfach die fache Punktzahl, weil ich alle so meine, nur in Episode 4 bis 6 sind, also Lego Star Wars 2 damals. Ist nicht in Episode 1 bis 3, ist so. Deswegen hätte ich noch lange gebraucht, bis ich alles frei hätte. Wenn ich jetzt nach einfach Level für Level durchgegangen wäre, hätte ich wirklich, wirklich noch lange, lange gebraucht. Das kann ich euch so sagen.
So, jetzt ist da irgendwie so ein Ort, wo man irgendwie nur mit einem T-Fighter hinkommt. Ich weiß nicht, wofür das jetzt ist, aber... keinen blassen Schimmer. So, die hätten wir dann hier auch einmal alle zerstört. Ach, ich mag Raumschiff-Level immer noch nicht. Ich weiß nicht. Aber irgendwie ändert sich meine Meinung nicht. So, was brauche ich denn noch? Roten Powerstein und 2 Minikits. Ah, ist ja noch ein bisschen. So. Oh, das ist wieder ein Minikit. Warum kann ich die Dinger hier nicht zerstören an der Seite? Die sind aus Lego und da ist so eine Wand, die muss ich 100% zerstören. Und ich habe gerade das Geheimnis in meinem Kopf gelöst, ohne euch davon so Bescheid zu geben, ohne zu sagen, ah, klar, jetzt fiel es mir ein, nein. Es fiel mir spontan in meinem Kopf ein und dann habe ich gedacht so, beides mal für mich, kennt ihr, ne? Also ohne, dass man, wenn man einfach eine Idee hat und nicht so gleich ah schreit, sondern dann einfach das Ding hier. So, come with me. Kann ich über die Schlucht rollen? Jo. Das ist natürlich Realismus schlechthin. Ja, natürlich muss ich mit der Kugel die Dinger zerstören. Das ist Lego Star Wars, Leute. Das ist nicht so anspruchsvoll. Hört doch auf. Aber das ist, tja. So ist das. Egal. Doesn't matter. So, einmal auf die Richtung zurollen. Zack, loslassen. Boots. Habe ich's doch gewusst. Mal wieder richtig mitgedacht von mir. So. Oh, mit dem kleinen... wie heißt das Ding? Das ist der Schneegleiter, naja. Der Schneegleiter, der die Bomben zum Rollen bringt. Vielen Dank für den Schuss. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Also nicht der Schuss. Ne, also nicht der... sagt man ja auch, wenn man sich Heroin oder so gibt, ne? Der Schuss. Oder wenn man stirbt, der goldene Schuss, sagt man, ne? Netter Begriff, ja. Mit sowas will man erst gar nicht anfangen. Nein, nein, nein. Wenn du denkst, dass Mord der einzige Ausweg ist, und ich glaube nicht, dass das der einzige Ausweg ist. Jeder Mensch hat die Chance auf eine zweite Chance, wie soll ich das jetzt ausdrücken, hat 100% die Chance zu einer zweiten Chance, klar. Das Leben geht weiter und man kann neu anfangen. Das ist so. Naja. Bei manchen Dingen ist das natürlich so, da... gut, die sind so extrem, da weiß man nicht, ob man da irgendwie noch eine zweite Chance hat. Wenn die Menschen dich aus irgendwelchen Gründen verachten oder so, das ist natürlich böse. Wiederum kannst du in einem Leben sagen, komm, ich kann machen, was ich will, ich habe nichts mehr zu verlieren, ne? Und Mord... nee, nicht nachvollziehbar, weil du dadurch auch einfach irgendwie andere Menschen noch mit in die Trauer ziehst. Du hast dir gefallen, klar, aber den anderen Menschen nicht. Die Leute sind traurig um dich, weil du tot bist. Und es gibt eine Beerdigung, es gibt viel Trauer. Die Menschen weinen wegen dir. Ja, und für dich war das mal so ein schneller Mord. Das ist echt... böse ist das. Aber naja. Studien belegen habe auch, wenn man Jugendlicher ist, ist die Chance, dass man Selbstmord macht, am allerhöchsten. Das ist ja wegen... Hormone irgendwie und so ein Kram, deswegen auch Pubertät und sowas, und da ist das echt extrem, also. Ja. Kann ich nicht bestätigen jetzt. So, ich denke nicht persönlich an Selbstmord. Vor allem denken die, weil deine Liebe dich nicht irgendwie liebt oder sowas und so, dann ist dein Leben vorbei, das ist doch Schwachsinn. Du kannst immer noch andere Frauen kennenlernen und das ist nur vor allem die Liebe deiner Jugend. In 10 Jahren liebst du vielleicht eine ganz andere Frau und das ist,
Egal, ich nehme es mal so hin. Wahrscheinlich sammle ich jetzt noch nicht mal den, den roten Powerstein. Geil. Geiler Kram. Shit. Ich glaube, da kommt kein Raum mehr. Da fahre ich jetzt noch diese Linie da entlang und zerstöre da alles. Genau, und dann kommt da, glaube ich nichts mehr. Mist. War ja mal wieder klar. Ne, da kommt jetzt mehr. Hier bin ich schon 10.000 Mal durch, habe immer alles zerstört. Fahre ich aber durch, das ist mir zu blöd. Hier habe ich schon in der Story alles zerstört. Ne, glaube ich nicht, dass jetzt noch der rote Powerstein kommt. Das glaube ich. Unmöglich. Wo soll jetzt hier noch einer versteckt sein? Schade. Ja gut. Spielen wir es gleich halt einfach nochmal. So. Fertig. Steine und so weiter. 1,5 Millionen schon wieder. Das ist echt heftig. Schon wieder so ein T-Fighter, oder? Die sehen ja alle gleich aus. Wahrscheinlich war das gerade eben normaler T-Fighter und jetzt der T-Fighter von Darth Vader. Da gibt es ja auch irgendwie Unterschiede. Alter, ich habe halt schon wieder 2 Millionen. Ich habe 2 Millionen Leute. Es ist so krank. Ich hab fast 2 Millionen wieder. Heftiger Kram. Heftiger Kram. Naja, was soll's. Ich kann's ja nicht ändern, ne? Dass ich so viele Münzen krieg. Das ist schon vorteilhaft, dieses ganze fache Punktzahl immer. Finde ich. Ja. Das ist schon vorteilhaft. Dann geht's wieder rein. Ja, wohl oder übel, muss gemacht werden. Wir wollen gerne diesen blöden Powerstein haben. Was soll man dagegen tun? Und dann können wir uns ja auch nach dem Level vermute ich auch schon wieder die Vierfache kaufen. Aber das habe ich hier doch alles gemacht, diesen ganzen Kram hier. So, ich fahre einfach ballernd rum. Oh Mann, ey. Das gibt's gar nicht. Irgendwo muss der doch hier sein. Aber das Ding, ich kann die doch nicht wieder jetzt hier alle zerstören. Das wird hier nicht sein. Zerstören wir erstmal das Ding hier. Ich kann ja nochmal umkehren immer, ne? Hauptsache, ich fahre da am Ende nicht runter, weil dann kann ich nicht mehr umkehren. Aber jetzt kann ich ja immer noch umkehren. Das ist, glaube ich, kein Ding. So, da drüben war ich auch schon. Aber dieses eine zehnte Minikit, das war gerade heftig. Da habe ich mich auch so gewundert. Hä? Deswegen, ich kann jetzt immer noch zum Anfang zurückfahren. Deswegen, ich werde jetzt erstmal hier alles einmal abfahren, so. So. Einmal diese blöden, komischen Dinger mit den Torpedos zerstören. Zack. Zack. Und nochmal fertig. Und ab zum nächsten. Immer schön diesen roten Adern hier folgen. Weil damit werden die ja deaktiviert, die Dinger. Zuck. Badum. Retschtetsch. Kaputt. So, fertig. Alles klar. Nein, keine Drehung. So, hier zerstören wir. Zack. Jetzt bin ich doch schon wieder hier, ne? Das gibt's ja gar. Nein! Ach doch, ist okay. Ich hab gedacht, ich bin jetzt schon in diese Kuhle da am Ende. Ich bin sicher, dass das hier nicht sein wird. Aber irgendwo muss es hier sein, weil ganz am Ende, da habe ich schon geguckt. Das kann ja nicht sein. Hätte das sein können. Nee. Aber diesen roten Powerstein übersieht man auch immer leicht. Das muss ich dazu sagen. Also es ist immer nicht so ein Kinderspiel, den zu finden. Muss ich sagen.
Also Minikits sind meistens so offensichtlich versteckt in einer Geheimtür, dann muss man das machen, den Mechanismus, dann kommt ein Minikit so. Beim Powerstein ist das manchmal auch so, manchmal schon. Aber in der also oft ist das echt dann das Geheimnis, ne? Also. Und echt ein bisschen schwer dann zu finden. So, jetzt fahren wir aber dann, würde ich schon in die Lücke fahren. Und hier war irgendwie ein Minikit. Da drinne. Ha! Da ist sogar so ein richtiges Loch. Da kann man es gut sehen. So, da kann man es gut sehen. Okay. Also ich, gut, dann lasse ich das. Ich habe nicht mehr so viel Lust, um ehrlich zu sein. Ich spiele das jetzt einmal schnell durch und dann werde ich das nochmal ein anderes Mal suchen. Hier fahre ich schnell auch durch. Da habe ich nicht viel Lust drauf jetzt mehr. Ich habe ein bisschen die Schnauze voll jetzt. Vor allem Raumschiff vielleicht und so ein zweifacher Punktzahl. Ich habe jetzt eh bald 2 Millionen zusammen. Also von daher... Ist es langsamer geworden irgendwie? Nee. Hey. Was mich denn da? Nein. Wie bitte? Das ist da... Da ist so eine kleine... So eine kleine Ecke, so eine kleine Nische. Ich fass das nicht. Wie geil ist das denn? Ja, was ich vor ein paar Sekunden gesagt habe, nehme ich denn mal so zurück. Dieses Level werde ich nicht noch einmal im freien Spielmodus spielen. Geiler Kram, ey. Vor allem, weil ich gerade am Labern war und keinen Bock auf Schießen hatte, schieße ich mich hier hinten so hin, so zack, fahre hier längs und dann konnte ich ihn schon sofort sehen und da war wirklich so eine kleine Nische, unglaublich, wie gut die getarnt ist. Fertig. Doppelte Punkte. Perfekto. Nice. Das läuft doch alles wie hier am... Alter, 2,9. Das ist so krank. Das ist so krank. So, gut. Alles klar. Bellenangriff auch erledigt. Unglaublich, ey. Es geht ja hier alles aggressiv schnell. So. Schnell leer. Oh, jetzt muss ich wieder gehen. So. 2,3 Millionen habe ich. 10 Millionen kriege ich nicht gekauft. 2,5 Dao spare ich jetzt natürlich. Das taugt jetzt natürlich nichts, wenn ich jetzt zweifache kaufen würde. Dann kann ich jetzt hier auch auf vierfache kaufen und dann habe ich, glaube ich, mal 24. Und das werdet ihr im nächsten Part erleben, dass ich die vierfache Punkte kaufe. Bis dann. Ciao.